Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hatte in einer Nachricht auf X zuletzt von Taugenichtsen geschrieben. Diese waren am 23. November auch Thema bei Markus Lanz. Das sind beispielsweise Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig wären und eine zumutbare Arbeit ablehnen. Leute, die auf Kosten der anderen bis mittags im Bett liegen, erklärte Aiwanger seine Wortwahl in der ZDF-Sendung und führte aus, ein Taugenichts ist auch jemand, der in einer Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat und am Ende Dinge an die Wand fährt. Auch das ist ein Taugenichts. In Berlin herrsche Chaos. In der Regierungszeit der Ampel sei die AfD so stark geworden wie nie.